So, dann laufen wir mal zum nächsten oder zur nächsten Mission hin. Aber erstmal suchen wir eine aus zu diesem Bulgarien. Da gehen wir jetzt hin. Vielleicht kriegen wir sogar ein Taxi. Das wäre sowieso saugut. Hey, hello. Oh, guck mal, da laufen sie mit der Kappe rum und fühlen sich cool. Bleib stehen, bitte, Taxi. Danke. Wofür habe ich das ganze Geld, wenn nicht für Taxi fahren? Jo, Wegpunkt ist egal. Gut. Fahrt überspringen. Sonst wäre das nämlich unnötig, sonst könnte ich auch selber fahren. Gut. Unbekannte Anrufer annehmen. Hallo. Hola, Burrito. Rocco, how'd you get my fucking number? I don't wanna talk to you. Too bad, Mex. This line opened up just as soon as Tony took those points. You know, Rock, your guinea ass is lower down this country's ethnic food chain than mine. So don't fucking condescend me. Oh, I got Senora Sensitive here. Hey, look, I respect you, so I'm gonna talk straight a second. Tony's pissed a lot of people off. You need to control him. Tony's gonna calm down as soon as you stop sending us on suicide missions. Oh, look at my position. Some serious moolah yos. You think the higher powers are gonna stop expecting envelopes from me because of the homo's midlife crisis? Doctor's notes don't cut it with these people. Be reasonable then, Rock. Chinatown? Bahama Mamas? Those fucking bombs? That's some out of control shit, man. No! Tony's some out of control shit. Think about what he has got you into. But if you think about it too long, then there might be no getting out of it. Comprende? Not really, bro. Goodbye. Okay, gut, okay. Rocco. Auch neuer Kontakt. Okay, erstmal Mission von dem Russen. Going deep. Okay. Der wohnt aber in einem tollen Haus. Yo, Mr. Bulgari here? Toller Butler. Spricht kein Wort mit mir. I don't care if he does want to sell. Hm, da hört man. How much did you offer the last time? Double. Yusuf? Nee, der. Ach, der, okay. And then we see if it is not for sale. If this painting is not hanging on my wall, your head will be. Okay? Think about that. You want I should pay visit to his children at their school? Not yet. I think there's always a price in this city. Oh, Louis, excuse us. We've been rude. Don't worry about it, man. I like the setup here. These guitars are all collector's items. Celebrity rock memorabilia. Okay, man, good for you. Got a nice place here, Mr. B. That is piece of shit. I bought it for my sister. Fucking country, and you keep me in an ugly cage. No one on TV lives in fucking Duke. Then you come and move all my stuff into hallway and fill place with fucking guitars. Shut up, bitch. Take your pills. A friend of mine is here. Ha! You don't have any friends. You don't even have a business here. You are nothing in this my country. Sister. She's still getting adjusted. We all are. So how can I help you? Fuck you, Ray. You have ruined my life! Yes! Yes! A difficult situation. It seems I'm being investigated by the National Office of Security Enforcement. There is a particular unit that has a hard-on for me. And why? Because Markyashvili won't sell me the rampage. You'll get rid of them. I will own this fucking team. Hey, the problem ain't just gonna disappear over here if we kill some crooked cops. Leave that strategizing to me. If the money tells you to cut your fucking legs off, you'll do it. Because the money is better than a fucking leg. The money is making the plans. That's the American way. All right, man. Thank you. I like you. I make you rich. I make you man. Maybe I'll make you a man with one leg, but... I'll make you a rich man with one leg. There is this team tracing a cow mine. Take out the whole team. No exceptions. Okay, man, if that's what the money wants. You're a bright guy, Louis. I still like you. You made a good choice coming here. Thank man.
No good. Go! Roll the bitch! Ting! 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 Ja, der kann aber toll singen. Und ich... Ach, der ist drin. Na, der hat aber komische Vorstellungen. Ich will aber hier beide Beine noch haben. Sonst kann ich ja gar nicht mehr rumlaufen. So. Erstmal nochmal einen Sender einstellen. Gut. Ey, was macht denn der? Der zockt das, dann zockt er das, dann zockt er das und dann das. Ja, die labern viel zu viel mit dem Big Tony und so weiter. Ah, der Rocco ist ein lustiger Typ. Ja, hört doch mal auf zu hupen, Mann. Nur weil ich hier rumfahre mit meiner coolen Karre hier, musst du dich beschweren. Sag mal, ey, hallo. Gut. Na ja, kommt mal kaum den Berg hoch mit diesem fetten SUV. Wow. Oh, boah, dieser geile Stunt, das war total geplant hier. Das war ganz geplant. Ich wusste ganz genau, dass das so, sein wird. Genau. Ich konnte diese Physik hier total einschätzen. Ich wusste ganz genau, wie das geht. So, ich darf nicht zu schnell werden mit dieser Karre, weil die letztlich nicht sehr gut bremsen. Jetzt habe ich auch noch die gerammt aus Versehen. Oh, müssen wir hier gleich bezahlen? Natürlich. Oh, Grafikbug. Das ist immer toll, wenn hier Grafikfehler sind. Darf ich mich vordringeln? Ja, darf ich. Du hast noch nichts dagegen. Nicht aussteigen. Na, dann steig halt aus und fahr ich halt vor dich. So, ich habe keine Lust jetzt auf Sterne. So, jetzt los. Auch gut ist es, wenn man an dieser Mountstelle ist, 5 Dollar bezahlt, dann aber aus Versehen in die Schranke reinrast, weil sie halt zu langsam hochgegangen ist und dann man kriegt trotzdem Sterne. Da frage ich mich auch, ja okay, wofür habe ich jetzt 5 Dollar bezahlt? Es ist zwar nix eigentlich im Spiel, aber trotzdem finde ich das ein bisschen unnötig, weil dann hätte ich einfach durchrasen können hier auch. Naja, egal. So, dann fahren wir mal weiter zum Parkhaus oder was auch immer. Wow, stop. Ey, dieser Bremsweg von der Karre ist so lang. Es ist ja unmöglich hier. So. Ich weiß nicht, ob ich dieses Mal schon gesagt habe. Wenn ihr wissen wollt, was die labern, lest euch einfach unten alles durch. Hey, man, what's up? What do you mean, what's up? Where are you? Look, man, I'm taking care of some personal business. Weil ich laber einfach immer dazwischen. Hurry the fuck. We need to go down into the lab. You know can see. Hä, Alter? Warum sind hier gerade so viele Grafikbugs und Fehler und weiß nicht was? Park auf dem Freien, okay. Neben der Säule. Gut. Wir stecken Bombe, platziere eine Bombe. Gut. Platziere die Bombe vorne am Auto. Okay, kann ich machen. Gut. Wer hat hinter den Wagen nicht? Hinter den da, okay. Ach, ducken. Gut. Was soll ich denn machen? I prefer we weren't taking on the National Office of Security Enforcement, but that's a different matter. Da kommt ein FBI-Wagen runter. Oder eins von diesen komischen Dingern. Detonate when they near the car. Okay. Ich sprenge es, wenn sie in der Nähe sind. Jetzt oder immer noch nicht? Okay. Ja, WTF. Ah, okay, der hat die Bombe woanders hin gemacht.
okay. Warum steht da aber... Ach so, okay, ich hätte auch auf ich hätte auch auf der Tastatur runterdrücken können. Das war jetzt ein bisschen dumm. Wie geht's? Telefon, so. Nochmal, bitte. Danke. Was ist denn das für Nebel hier? Ist ja unmöglich. Lade. Aussteigen. Bombe platzieren. So. Warten, bis der Wagen kommt. Ducken. Warten, bis die anderen in Position gegangen sind. Nochmal dem sein dummes Gelaber anhören. Dieses Auto hier betrachten von allen möglichen Seiten. Dann dieses Auto betrachten. Dann betrachten wir noch die Flecken hier auf dem Boden. Und dann hören wir auch schon, wie dieser LKW-mäßige Wagen hier runterkommt. Mir fällt das Wort gerade nicht mehr ein. Transporter, so. Transporter wollte ich sagen. LKW passt ja nicht. So, jetzt mit Maus und Tastatur runtergehen. Maus und Tastatur, mit Tastatur meinte ich. Patz! Und da ist er weg. So, was für eine Waffe nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir den da. Man muss beachten, die haben Schutzwesten jetzt noch. Tschüss. Wie gehe ich nochmal in Deckung? Nee, nicht eh. Das war falsch. Ihr war es nicht. Tschüss. Was geht denn hier alles los? Die kommen mir gerade viel zu nah. Tschüss. Die sind hinter uns. Kein Wunder, dass wir auf einmal so viel Schaden kriegen. Können die gar nichts verteidigen ohne mich. Da ist noch einer hinten. Tschüss. Da vorne kommen jetzt immer mehr wieder. Tschüss. Hier müsste noch einer sein. Genau. Lebt er? Nö. Einen sehe ich jetzt gerade. Oh, da kommen noch mehr. Toll. Tschüss. Ja, hier. Ich sehe dich nicht. Ach, da. Ich kann hier mal einen Rocket Launcher einfach so aus Spaß mal draufhauen. Mal gucken, wie ich so dabei treffe noch. Tschüss. Deine Schutzweste bringt dir auch nicht alles auf Dauer. Weg. Tschüss. Hinter mir. Ich bin fast tot. Sag mal, willst du mich verarschen? Ja, okay, okay. Gut, der ist weg. Gibt's da noch ein paar? Ernsthaft, ernsthaft. Das war die letzte Person. Und ich mach tot. Okay, ist klar. So, ich brauche eine andere Taktik. Oder eigentlich nicht, ich muss nur ein bisschen mehr aufpassen. Und muss nochmal gucken, wie ich in der... mit Q gehe ich bestimmt wieder in Deckung, ja klar. Ich habe es gerade schon wieder nämlich vergessen gehabt. Deswegen habe ich mich immer nur geduckt. So, wieder aus dem Auto raus. Bombe anbringen. Ich habe eine Idee. Ich bringe hier auch noch Bomben an. Ob die die sehen? Mal schauen. Das wäre doch richtig gut, wenn die jetzt da drauf einfallen.
So, mal schauen, ob die die sehen, aber... Könnte ja auch Dreck sein, der da auf dem Boden liegt, ne?